Er natürlich im Fokus heute, Kasim Rabijec, 68 Mal dritte Liga für den Sportclub aus Werl. Heute an seiner alten Wirkungsstätte. Rabijec, Stehle macht den Weg. Stehle mit Platz gegen Gruber. Stehle, Stehle! Auf der anderen Seite wird es ein bisschen dünner, aber auch mit einem Marcel Melem oder einem Patrick Kammerbauer. Lässt sich da arbeiten. Kein Abseits. Rabijec. Unbehauen. Einmal mehr unbehauen. Mit der größten Chance der ersten Hälfte geht's jetzt in die Kabine. Das war kein Feuerwerk, wie es vielleicht ein oder andere hier erwartet hat. Der zweite Durchgang läuft. Verl immer noch in Weiß. Jetzt aufs linke Tor. Röder, tolle Übersicht. Stehle, Stehle, guter Ball! Und Rabijec! Erste gute Gelegenheit der Hälfte für die Saarbrücker. Gut getretener Eckball. Strafraumbesetzung nicht optimal. Zweiter Ball, Böder! Und wieder Umbauen. Weil Saarbrücken weiterhin das Zentrum dicht macht und eben auch mal unangenehm werden kann. Und das ist dann vollkommen zu Recht eine Karte für Julius Biada. Das tat richtig weh. Sessa, der da richtig einstecken muss. Und das ist dunkelgelb oder sogar rot. Anzubrechen. Rabijec. Kerber! Und das 1:0. Abgepfiffen. Vermeintliche Führung ab. Rabijec. Kerber soll wohl im Abseits gewesen sein. Und hier sieht es tatsächlich so aus, des Jahres einzufahren. Und Becker lädt ein. Wolfram. Wolfram findet tatsächlich Mittelstädt. Der eingewechselte Mittelstädt mit der Riesengelegenheit hier in der Nachspielzeit. Peto, der Kapitän. Aber dieser Brücker Box bleibt bis zum Ende verriegelt. Das Spiel abgepfiffen. 0:0 der Endstand. Saarbrücken bringt das hier über die Zeit. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.